Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Vugofon Rittenhals hier auf dem Kanal von Kaffeebechelpe mit Gorobe. Und wir müssen hier eine kleine Sache machen. Wir müssen versuchen, die Kohle rauszubekommen. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das tun sollen, aber das werden wir noch früher noch sehen. Vielleicht mit einem kleinen Vögelchen? Hey, Nate, ich habe was für dich. Für dich, für den leeren Vogelkäfig. Gern geschehen. Ach so. Naja, es muss einem ja auch erstmal gesagt werden, dass man das so machen kann, ne? Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Schade. Die Frage ist nur, wann reicht die Sprengkraft denn aus? Timmy, geh mal gucken hier im Loch. Nate, das hier ist Timmy. Huhu. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass ihr die letzte Lieferung für Jorge fertig machen könnt, okay? Schön, dich kennenzulernen, Nate. Er hat gesagt, ist mir eine Ehre. Glaube ich zumindest. Frage ist halt, was mache ich jetzt? Ich lasse sie lieber weiter an ihrer Farbe arbeiten. Auch wenn... Okay, was gibt es hier sonst noch so? Kaputte Waage halt, ne? Soll ich mal schauen, ob ich eine zweite Schale für die Waage finden kann, Esther? Ach nein, lass mal. Ich mische die Farben nach Augenmaß. Kannst die Waage aber gerne mitnehmen, wenn du willst. Vielleicht ist sie nützlich. Danke. Die Waage ist natürlich das fehlende Stück gewesen, das fehlende Element. Naja, ich wüsste nicht wofür. Irgendwas muss ich hier noch aufstellen, damit Timmy höher fliegt. Ich guck grad mal. Wirbel mit Nate. Gut, dann haben die jetzt gewippt. War mir ein Ver. So, Timmy, stell dich nochmal rauf. Stell dich nochmal auf. Klar, sagt er. So. Hey! Hey! Ich bräuchte dich als zusätzliches Gewicht, Nate. Nate, kannst du einmal rüberkommen? Ich brauche etwas zusätzliches Gewicht. Vertrau mir. Das sollte reichen. Bereit, Timmy? Mehr Power! Und los geht's. Das ist es. Ah! Danke. Wir sind ein gutes Team. Yippie! Und Freund in dir. Sehr gut, dann nehmen wir den Keilriemen mit. Komm, wir gehen. Wo muss ich hier den Keilriemen befestigen? Den Keilriemen an Nate? Ich denke, ich kann ihn selber an der Maschine anbringen. Nate kann mir ja helfen, okay. Das hier ist auf jeden Fall die Maschine. Der Konstruktor soll von sich aus den magischen... Eine ziemlich kom... Also schön. Dieses Monstrum könnte die Tafelproduktion so stark beschleunigen, dass wir die letzte Lieferung an Jorge noch heute fertig bekommen könnten. Dafür müssen wir der Maschine nur Beine machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dafür brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir den Keilriemen, den wir hier erstmal rumlegen. Das sieht gut aus.
Und dann brauchen wir natürlich noch Kohle, die wir hier reinschmeißen. Was brauchen wir noch so für Sachen? Oh mein Gott, gibt's hier viele Sachen. Hey, noch ein Feuerwerk. Ich glaube, das reicht für eine ordentliche Dynamitstange. Hm, das war ja einfach dann. Haben wir da eine Dynamitstange jetzt? Das ist der Ofen, da kommt das rein, die Kohle? Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Okay, Kohle, Schwungrad. Hier sieht alles soweit in Ordnung aus. Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Ich trinke gerade Wasser, aber warum? Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine läuft, oder? Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir in der Produktion sind. Betrachte die Hebel. Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Brauchst du mir jetzt nicht alles zu erklären. Erst einmal müssen wir das Baby zum Laufen kriegen. Das ist wie wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Gut gemacht, Nate. Das ist wie wenn du mit dem Vieh redest. Du kennst, du weißt, was er will, aber irgendwie weißt du es ja doch nicht. Solange die Maschine, aber sobald sie läuft, werde ich der Erste sein, der daran zieht. Na gut. Der zweite. Okay, also wir müssen die Kohle rauskriegen. Das kriegen wir ganz leicht. Und zwar müssen wir hier erstmal raus. Ne, nicht hier hin. Und zwar müssen wir hier unten hin. Das Problem wird sein, dass wir Remy so vielleicht töten werden oder keine Ahnung. In Ordnung. Das sollte gehen. Die Sprengladung sollte ausreichen, um die Kohle aus dem Fels zu holen. Ich hoffe, dass die Höhlen so stabil sind, wie sie aussehen und ich nicht aus Versehen halb Seefels einstürzen lasse. Bleibt die Frage nur. Yeah! Bleibt die Frage nur, wie zünde ich das ganze Ding an hier? Sauberes Geschirrtuch. Intelligenter Stein, Klebeband, Bretter. Ein Hanfseil eignet sich nicht als Zündschnur. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Komplizierter, verrückter. Das ist aber auch eine richtig dicke Dynamitstange, die er da gemacht hat, ne? Verrückter als Zündschnur. Mir fällt gerade überhaupt nichts ein hier. Wippe mit Nate. Betrachte das Loch. Klettere auf die Lowry. Eine Kerze wäre nicht schlecht, aber ich krieg die hier ja nicht weg. Ich habe nicht häufig Gelegenheit, das zu sagen, aber ich bin viel zu groß dafür. Im Weißkammgebirge wartet mein eigenes Bett auf mich. Es ist warm, gemütlich. Ich werde mich verkriechen und erst wieder rauskommen, wenn ich mir sicher bin, was zu tun ist. Ethel hat das Verschwinden des Geschirrtuchs noch nicht bemerkt. Okay, ich dachte, dann könnte man ihr das geben oder so. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer! Tschüss, Ethel. Klebeband, sollen wir sie knebeln? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß wirklich gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Mir fehlt da die richtige Idee. Weil hier will er das dringend. Nein, auf den Erstreck. Warte mal. Benutze das Geschirrhandtuch, also, und dreckige Geschirr.
Jetzt ist das Handtuch zwar ganz fettig und dreckig, aber die Teller sind immer noch nicht sauber. Na toll. Ah, ah, ich weiß jetzt wie. Legen wir das Dreckige da wieder hin. Äffel scheint nur Augen im Hinterkopf zu haben, wenn Dinge verschwinden. Nicht, wenn sie zurückgebracht werden. Hi, Äffel. Und wollen jetzt nochmal einen Topf haben. Der ist dann natürlich nicht heiß genug. Weil ihre Augen dann ja beschlagen. Und? Geschmack. Ist etwas? Sehkraft wird schwächer und schwächer. Sehe nur noch unscharf und verschwommen. Muss mich noch mal mit Verjüngungstränken beschäftigen. Ich glaube nicht. Ach, die Kerze wird sie nicht. Wird sie denn trotzdem bemerken? Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Wo ist Ihr Hut? Sie sind nicht Monsieur de Dumas. Oh, das war dann wohl nur eine Verwechslung. Ihr Jungs! Er kann sie auch nicht mehr ablenken gerade. Das war schon gar nicht so schlecht, dass ich sie jetzt hier Sehkraftschwäche habe. Ich brauche noch einen Hut. Wo kriegen wir denn den Hut her? Da oben vielleicht? Nee, hier sieht es nicht aus wie ein Hut. Habe ich vielleicht schon einen Hut dabei? Mein erster eigener Stromgenerator im Gnomenstil. Meine Eltern wären stolz auf mich. Das Problem ist, dass hier halt ein Hut angezeigt wird. Aber ich habe keinen dabei. Aber was könnte denn ein Hut sein? Wenn ich ihn... Unser kleines Wasserkraftwerk funktioniert 1A. Ich überspringe das mal, weil... Hat der vielleicht einen Hut? Hey! Was fehlt? Dödelhüt? Ach ja, Kohle fehlt noch und das ist das Einzige, was fehlt. Hier gibt's auch nichts mehr. Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Falsche Taste gedrückt? Nee, hier ist nichts so. Ich lasse auch. Okay. Was könnte ein Hut sein? Hier habe ich ja alles abgefrühstückt. Na gut, das Einzige wäre halt, dass... Nee. Klettere auf die Lore. Opa meinte, durch das Leben in der Stadt würde ich faul. Solche sportlichen Leistungen beweisen das Gegenteil. Hatten wir ja auch schon mal. Das ist das dunkle Loch. Wippe mit Nate. Ja, das bringt uns alles so nicht weiter. Wir brauchen irgendwie einen Hut scheinbar. Die Frage ist nur, was kann hier ein Hut sein? Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Hier? Warum? Mach doch. Aber in die dunkle Höhle hier gibt es aber auch nichts. Wie, was so ist wie... Kann ich noch einen Seil drüber werfen? Ich brauche eine Zündschnur oder eine andere Möglichkeit, die Sprengladung aus der Entfernung zu zünden. Hm.
Der Stein ist leichter als gedacht. Und er ist warm. Ich sollte ihn so schnell wie möglich wieder loswerden. Er ist mir unheimlich. Ist doch schön mit so einem warmen Stein. Zurück zur Müllhalde hier. Ist halt so die Frage, ne? Auf den ersten Blick sieht es noch ganz normal aus. Ein bisschen dreckiger vielleicht als zuvor. Aber es ist ganz fettig und glitschig von den Soßenresten auf den Tellern. Was macht sie denn bei den anderen Sachen? Entschuldigung. Dachte schon, eines von den Monstern hätte sich angeschlichen. Siehst du wirklich so schlecht? Es dauert schon ein wenig, bis ich die Details erkennen kann. Verstanden. Kann ich... Aber... Und? Spitze. Fisch. Jetzt soll sie da was reinschnibbeln. Das schafft sie noch, oder was? So, gucken wir nochmal. Kann ich... Kriegen wir nochmal einen Schluck Eintopf hier. Und? Lecker. Gut, gut. Alles nicht so das Wahre. Oh, da sind Streichhölzer. Das ist noch eine Kerze. Hier ist noch eine Kerze. Timmy kann sie nicht mehr ablenken. Was mache ich jetzt? Hier gibt's ja auch nichts. Oder gibt's hier noch was? So an für sich ja nicht, ne? Ja, hier halt die ganzen Sachen, ne? Aber die bringen mich auch nicht weiter, oder? Okay. Wenn ich es recht verstehe, sollen die Rohstoffe über diesen Trichter in die Maschine kommen, richtig? In Ordnung. Das wären Holzbretter und etwas von... Das nötige Rohmaterial ist in der Maschine. Jetzt müsste sie nur noch angetrieben werden. Genau, und dafür fehlt mir hier die Kohle. Die ich irgendwie rauskriegen muss, raussprengen muss. Ich habe ja nichts so dabei. Oder? Wenn die Maschine momentan... Gut gemacht. Hier sieht alles soweit... Sieht hier alles soweit in Ordnung aus? Das Feuer im Ofen erhitzt den Ist natürlich jetzt die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja schon fast alles abgegrast, oder? Ist ganz schön kniffelig. Wenn die Lage in Seefels wirklich so düster ist, wie Remy sagt, muss ich sehr vorsichtig sein, sobald ich das Loch verlassen habe. Allerdings, erst einmal muss ich da hochkommen. Dann springt er da erstmal runter. Nochmal wippen? Die ab! Ich bin gerade mal überfragt. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal in der nächsten Folge an bei The Book of Unreal Teil 2. Bis dann sage ich erstmal, ciao, euer Goro, bye.